Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel The Suicide of Rachel Forster. Ja, wir sind jetzt mehr oder weniger hier schon im kompletten Haus herumgeirrt. Ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, wir sind hier irgendwo unten in der Küche. Ich weiß auch gar nicht, wo wir jetzt wie eigentlich hinkommen. Draußen stürmt es immer noch, wie man sieht. War das der Ballsaal hier? Nee, das war nicht der Ballsaal. First Floor. Ja gut, so weit war ich auch schon. Ich verstehe es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, das ganze Spiel ist irgendwie teilweise sehr verwirrend, muss ich auch dazu sagen. Aber warum wir jetzt unsere Sachen nicht haben und unsere Sachen nicht bekommen und... Ich höre hier wieder irgendwo die Türen knallen und weiß nicht wo. Oder sind sie jetzt geöffnet? Das weiß ich auch nicht. Sind die irgendwo aufgegangen vielleicht? Das war hier dieser Dingsraum. Das war der Raum mit den Geistern, die keine Geister waren. Aber wo zumindest die Geisterjäger da waren. Hier finde ich jetzt so auch nichts. Also das war die Toilette, genau. Hä? Ja, gerade. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Seht ihr das? Das wird nach und nach erst aufgebaut. Hab ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, jetzt kommt so der erste Jumpscare oder so in diesem Spiel. Meine Güte. So kann man die Leute auch erschrecken, indem man die Grafik erst etwas später aufbaut. Oh, ich habe gerade richtig Gänsehaut hier. Was war das jetzt? Haben wir hier einen Vogel oder was? Achso, jetzt bin ich wieder bei mir. Ja. Hier finde ich es auch schön. Hier möchte ich bitte gerne bleiben. Achso, das war dieses schöne Bild von den Bären. Ja, pff, ich war ja schon hier drin. Vielleicht müssen wir uns schlafen legen oder was? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Geht das? Nee. Hä? Nee! Wollt ihr mich verarschen? Da soll mal einer drauf kommen, dass man wieder nach oben gehen muss und da das... Ey, Leute, ernsthaft? Irving? Merry Christmas, Nikki. Ho, ho, ho. It's a little late for holiday greetings, but I expected that. What? Well, I thought you were calling to... Hey, is everything okay? Yes. I mean, I don't think so. No. What happened? I think I sleepwalked. Like in the old Laurel and Hardy movies? I'm serious. I woke up in church, standing in front of the lectern. Wow. Does that happen a lot? No. One doesn't just become a sleepwalker from one day to the next. It used to happen when I lived here. One time in February, I ended up outside. But no parent leaves the doors unlocked if their kid sleepwalks. I never told anyone. Sleepwalking episodes are common in children. That's not the point. I forgot all about it. Then I come back here and it happens again. If I ended up in that church, maybe there's a reason. Sometimes following your instinct is the best thing. I don't want to go back there now. But I'll think about it. Oh, Irving? Ja? Merry Christmas. Merry Christmas, Nikki. Ja, es hätte jetzt beides gepasst. Aber dieses Frohe Weihnachten, das war irgendwie ganz gut. Also sie möchte sich jetzt nicht nochmal hinlegen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich jetzt... Wir haben jetzt wieder unsere Map, oder? Ich muss zurück zur Kirche, genau. Darauf habe ich keine große Lust, aber mein Schlafwandeln muss ein Zeichen sein. Ja, das habe ich mir vorhin auch gedacht, auch wenn ich da noch nicht wusste, dass es sich um Schlafwandeln handelt. Hä, die konnten wir doch letztes Mal nicht benutzen hier, oder? Wie kommen wir denn da aus? Okay.
Ist das jetzt wieder der Weg zurück hier? Pastor, okay. Hat das jetzt was mit der Kirche hier zu tun? Also anscheinend irgendwas mit einem Mädchen, was gegangen ist, und ein kleiner Junge, der zurückgeblieben ist. Kann das sein? Moment, aber den Weg bin ich doch schon mal gegangen, oder nicht? Jetzt komme ich hier aus? Kenne ich den Raum? Ist das der Raum überhaupt? Ich weiß es nicht. Ist das eine Tür? Da ist eine Tür. Oh. Hä? Nee, das ist ein anderer Raum. Das ist nicht der, den ich jetzt gedacht hatte. Okay. Okay. Also ich muss zugeben, das Ganze wird irgendwie immer skurriler. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich zur Kirche komme. Ich bin jetzt hier komplett anders gelaufen als vorher. Ich meine, die Kirche haben wir über den Keller erreicht. Darüber kommen wir aber, glaube ich, auch zum Keller, ne? Hi. I was thinking, there really could be a repressed reason as to why you ended up there. So you've come to the conclusion that I'm not crazy? Never thought that. Well, at least not in this case. Oh, fuck off. Hey, language, Sister Nicole. All right. So, if I think about the church, I think about my mother. She often helped Reverend Foster. She decorated for holidays, did fundraising, and put up booths to involve the whole community in parish activities, you know, that kind of stuff. I know what you mean. I think she found gratification in doing that, something she didn't get elsewhere, including the hotel. When we moved to Portland, she quit. Fundraising? God. I gather you didn't exactly have a high opinion of your mother when you were a kid. Well, she was really busy with the hotel. I was always running after Leonard. He was much more fun than she was, no doubt about it. He was a philosopher capable of calculating the motion of celestial bodies while taking apart and refitting a motorcycle in less than half an hour. What about her? In the same half hour, she could have audited a business balance sheet. There you go. Ah, a businesswoman. No. What I understood later, living in such proximity to her, is that Mom loved feeling needed. A religious community like ours makes you feel needed, without a doubt. I suppose. Okay, ich wollte die beiden jetzt nicht unterbrechen, weil ich jetzt nicht wusste, ob jetzt noch irgendwas anderes kommt, wenn ich da hochgehe. Deswegen wollte ich die beiden jetzt erstmal aussprechen lassen. Ah, jetzt kann ich endlich mal was mit dem Rednerpult machen. Nikki? When there was a party, my mother always got out the usual streamers and decorations and stuff. She raced in and out of the church. But I never discovered where she kept all those things. Never asked? Oh, a million times. She didn't want to answer. She said they were in a safe place. A real mystery. What kind of decorations could they have possibly been? Nothing explosive. It's just that I had the bad habit of sneaking all over the place and forgetting what time it was. There was that huge lady, the assistant cook, Mrs. Bryce. She used to get so mad. A judicious girl. They promised to reveal the secret storeroom when I got older, but I must have forgotten. The mystery of the secret storeroom. Ooh, sounds good. The riddle! What are you talking about? Leonard was never good at keeping secrets, but he taught me a riddle to get there. Can you remember it? Incredible. Yes. Oh, something like, down the stairs,
Watch your step. Don't fall apart, or it's your end. Round a corner, turn around. There's your way in front of you. All that's closed can be open too, if you see beyond its looks. But how can I remember it? How it's... I... Wow. Total mystery. Wanna play? Yes. I need to think about it. I have no idea what it means. I'll call you if anything comes to mind. Die Frage ist ja jetzt, fängt das jetzt hier an mit der Treppe? Weil da vorne ist ja eine Treppe. Oder hat das was, weil das ja eine Küche war, wovon sie gerade gesprochen ist, hat das was mit der Küche zu tun? Oder wo muss ich denn jetzt anfangen? What'd you find? The paintings of the saints. I was convinced Leonard had gotten rid of them. Why? He liked saying that it was more likely to find God in a supernova than in a church. I don't see what he had in common with the Reverend Solomon Foster. They mostly talked for long stretches in between chess moves up in the attic. United by pawns and bishops, but divided by the saints. Divided by everything else, I'd say. Okay. You want to play the organ in a church in the middle of the night? Really? Hey, what are you doing there? Don't know. I think you stayed on the line. Didn't notice. I'm a Phantom of the Opera fan. It's been years since anyone played it. My mother's heart would break to see it like this. She adored it. You should take it with you, to play it, in Portland. I couldn't play even if I wanted to. I never learned. I don't think playing the organ is a crucial thing these days. Yeah, right. Tell that to my mom. Essential part of a woman's education, I must admit. Oh, poor mom. She had a daughter that would rather dig for gold at Hunter's Gudge till the cows came home. I can totally picture you. Uh-huh. Then there was Rachel, who reminded me how useless I was in music. Look how good Rachel is. Look how she puts her mind to it. She doesn't know how to read, but she's got a real ear for it. While I was considered the illiterate artist in the house, if Rachel had been around, she would have improvised Beethoven's Ninth. Was she so perfect? Yes. I'm only just now realizing how jealous I was. Keep looking. Okay. Wenn ich das Rätsel löse, kann ich vielleicht die alte Abstellkammer finden. Ja, das Problem ist, wir müssen ja die Abstellkammer finden und dann... Aua. Und dann von da aus... die Treppe runtergehen, so wie ich das verstanden habe, oder? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ich meine, ich weiß auch nicht, ob das jetzt eine Abstellkammer war oben in der Master Suite. Wodurch wir dann nach hier gekommen sind. Das ist alles so. Also durch die Tür können wir auf jeden Fall immer noch nicht gehen. Gut. Was hat sie gesagt? Die Treppe runter, pass auf, wohin du trittst. Fall nicht hin oder das ist dein Ende. Um die Ecke, dreh dich um. Meine, ja gut, die Treppe runter wäre wahrscheinlich die komplette. Um die Ecke, dreh dich um. Hier vielleicht? Nee, oder? Dort ist dein Weg, vor deiner Nase. Alles Geschlossene kann geöffnet werden. Dann wird wahrscheinlich nicht das damit gemeint sein, weil...
Ich meine, hier kann man so nichts öffnen. Wenn man was öffnen könnte, gehe ich mal stark davon aus, dass das dann auch angezeigt würde. Ach, dieses Knacken mal nachlassen, das nervt echt. Ich muss mich hier konzentrieren. Hier ist ein Schmetterling. Okay. Also hatte ich doch recht, dass es hier unten noch weitergeht. Ah. Watch your steps, don't fall apart, or it's your end. Ach so, das ist der gleiche Text. All that closed can be open. Ah. Okay, da meinten die... Oh, shit. Da meinten die andere Treppe. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir jetzt hier sterben. Boah, das wird mir echt zu dunkel. Tür sehe ich nur rechts. Jemand war hier. Okay. Oh. Ein Kinderzimmer. Retard. Ja, ich mit meinen megamäßig guten Englischkenntnissen. Oh, shit. So, on the mystery decorations? No, no. No decorations. Is everything okay? Luftloch. I found something. What? It's like someone built some kind of bedroom. Irving, you there? Of course, yeah. What bedroom? Tell me what you see. Okay. Ist ja groß, dass das war. There's some windows. Drawn on the walls. Books. Sheet music. A pink bed. It's like a kid's room. No way. This place doesn't make sense. No one would live down here. Nicole, Nikki, I think you should get out of it now. Wait, wait, wait. There's got to be an explanation. Okay, that's it. Now I'm calling the head office in Billings. I'm telling them it's a code red emergency, so they'll have to... Jesus Christ, Irving. What? This is all Rachel's stuff. Understand? It's her room, a replica. Hey, you don't know that. You can't know what her room looked like. Everything here reminds me of her. Let me look around. I'm sure I'll find an explanation. But my other hand's on the red phone. Keep it there, but don't make the call. I need to figure out what's going on here. Eigentlich müsste man das jetzt alles mal fotografieren. Did you get out of there? You know by any chance if Rachel wore a retainer? Maybe. There was an article saying they hadn't found it at the site of the suicide. I remember. She always made a horrible noise when she clipped it onto her palate with her tongue. What does Rachel's retainer have to do with anything? I found a box. It could be hers. Why should someone keep a 10-year-old retainer? Maybe they're not just keeping it. Maybe they're using it. The box is empty. No way. I can't... Let me go on. Ich warte ja nur darauf, dass die Tür hier zuknallt, weil, ja, wie gesagt, da sind Luftlöcher drin. Also ich gehe mal davon aus, dass die hier jemand eingesperrt hat auch. Das ist schon irgendwie... extrem unheimlich. So ein ähnliches Ding hatte ich auch mal. Da kann man dann so Uraltspiele mitspielen. So à la Glücksrad, dass man die fehlenden Buchstaben rausfinden muss und sowas. Das ist Rachels Buch. Teach me to talk. The speech therapy. Okay. Hm.
Little Red Riding Hood. Kleines Rotkäppchen, ne? Aber wer kann so sadistisch sein? Den Schlüssel nehmen wir mal gleich. Ich denke mal, das wird irgendwas auslösen. Wer kann so sadistisch sein, ein kleines Mädchen in so einen Raum hier einzusperren, wo das Mädchen wahrscheinlich selber dann die Sachen drumherum gemalt hat, nehme ich mal an. Oder könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Ich bin ja immer noch Action-Adventure geschädigt. Ich gucke ja immer überall, ob irgendein Code draufsteht oder sowas. Hey, can I make that call now? You hear the sound? Come on. Listen. Hear it now? What is it? It sounds like some kind of mechanism. I'm in front of an air vent that could be connected to the top floor. Leonard had a grandfather clock up in the attic. You can't hear things from a room that's so far away. Can too. I used to lurk in front of vents like this to spy on guests in their rooms. You're trying to tell me something. The attic is where Leonard gave Rachel speech therapy sessions. Maybe you could hear what was going on up there from here. That doesn't help. Listen, I need to get into the attic. I need to figure out if a clock like that could still be working. Maybe there's someone who still takes care of it. Nicole, please. I'm hanging up. Call you later. Immer mal schnell gucken, ob die Tür überhaupt noch offen ist. Hey, can you hear me? Yes. We have to call someone. You have to get out of there right now. No, I found a key. It's from my old music box, the one in Leonard's room. I'm having a hard time following. If everything in here is Rachel's, then why is my music box's key here? I don't know and I don't want to know. Tell you what I think, someone could have been in your room. It doesn't matter. How can you be so calm? If someone was in there, he's not here now. I need to grab the chance to figure out what the hell is going on, or went on, here. Ja, es wird irgendwie immer unheimlicher. Ich weiß auch nicht, also, Yes. Nicole, listen. I already know what you're gonna say, but please trust me. Get out of there. Please, you're not helping. You do realize you found the replica of a dead girl's bedroom. This is sick. This is a The more things get freaky, bizarre, and painful, the more I need to figure out why. Why all of this? We'll figure it out. With the sheriff. Once you're out of there, into a safe hotel room in town. Please, just... Listen, a bunch of strange things happened since I got here. Think about it. Phone calls on a dead line. Old lipsticks that don't go bad. Leonard's notes where he says he saw a girl that's supposedly been dead for 10 years, and now this! All good reasons to get out of there. We both agree that saving your skin is top priority, right? I've looked over every inch of this place, and there's no one. If it's true, you realize what that means. What? What are you trying to tell me? Your father... He spent years in there. In total solitude. With the weight of his family and Rachel on his conscience. He wasn't the kind of guy to just let the past slide with a shrug. You know that too. You're joking, right? You think he did this? Think about it. That room could be an act of love. Distorted, even morbid, but in his eyes... How dare you! My father might have had a lot of weaknesses, but surely what you're saying... Leave out that he cheated on my mom. Leave out that he fell in love with a 16-year-old, but fucking hell, don't you dare even think that! He would never have built a fucking underground shrine for a dead person!
Your father had changed in the end. You didn't spend time with him. I met him, and I'm telling you. No! I don't give a shit about what you have to say. I just want you to know that... If you don't want to help discover the truth, don't call me. Ja, danke, dass man was aussuchen durfte, beziehungsweise in dem Fall halt nicht. Bevor jetzt gleich noch ein neues Telefonat hier kommt, wenn man das so nennen kann, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und gucken dann in der nächsten Folge, wie oder ob wir überhaupt auf den Dachboden kommen, wovon ich aber mal ausgehe, dass das geht. Ja, mir läuft gerade schon so ein Schauer über den Rücken bei dem Gedanken, hier wieder mal rumlaufen zu müssen. Aber egal, wir sehen uns dann im nächsten Video, hoffentlich dann auf dem Dachboden. Bis dann, ciao!